Ich bin hier jetzt gerade gefangen genommen hier und ich wird nicht losgemacht. Und ich. Alle fahren weg! Hey, hilft mir bitte! Bitte! Kann er helfen? Helfen! Helfen Sie mir kurz! Hallo? Wollen mich verarschen? Ja, und jetzt stehe ich hier. Oh Gott. Kommt er gerade wieder? Da muss ich kurz meine Frau Kumpel einmal sagen. Soll ich online kommen? Jonas? Ja. Kannst du mich kurz wieder losbinden? Ihr habt 50.000. Ja. Ja. Auf dem Konto. So, ich stehe hier nun immer noch. Ja. Oh. Man braucht anscheinend einen Lockpick. Oder halt einen Dietrich, glaube ich. Ist hier. Mach es nun auch mit dabei. Jo. Der hat wenigstens noch ein bisschen Kohle. Im Gegenteil zu Jonas und mir. Oh Mann, ey. Jetzt stehe ich hier einfach. Was sind die verkackten Bullen am Marktplatz? Die ganzen Hurensöhne. Die geilste Szene war immer noch. Wir verkaufen gerade. Da kommt Pinker. Strider. Ja, sicher. Ja, wir verkaufen gerade Drogen. Mach es vor allen Dingen, ne? Ich habe für 230.000 Drogen verkauft. Und der Typ hat mir ein Ticket von 200.000 ausgestellt. Gut, dafür hat er natürlich auch unsere tollen Waffen weggenommen, die wir Rebellenlager geholt haben. Ja, wir haben eine Rebellenlizenz gekauft. Aber trotzdem. Stehe ich hier gefesselt und weiß nicht, was ich machen soll. Und zwar sich mal auf die Polizei. So, ich wurde nun befreit hier und bin jetzt hier endlich beim Kupferverarbeitung. Nachdem ich nochmal bedroht wurde. Alter. Bedroht. So, jetzt verarbeite ich schnell noch meine Kupfer. Irgendwie schießen die ja alle rum. Irgendwie ich weiß. Cool. Typen sind nicht doch cool oder cool. Die Typen sind doch irgendwie sehr nicht Roleplay-mäßig, finde ich. Also manchmal kostet mich das ganz schön an hier. Selbst die Cops waren nicht so Roleplay. Ja, wobei die Cops, ging noch. Also da habe ich eigentlich mehr Roleplay gemacht als die. Aber ich glaube, die konnten können dazu auch wenig sagen. Weil die können ja nicht richtig Geschichten erzählen, warum sie das gemacht haben. Ich glaube, als Kopf ist das auch etwas schwieriger. So, ich bin jetzt gleich beim Kupferfeld. Okay. Jonas, bist du schon beim Händler? Bin ich sofort, ja. Glaubst du, ich sollte die Todeskurve lieber umfahren? Naja, da ist niemand. Ja, doch, gerade eben waren die noch, aber... Ja, die sind hier weggefahren. Weißt du das? Achso, jetzt habe ich hier alles. Würde ich machen. Und wenn, was sollen sie hier tun? Ja, aber geil, wobei stimmt. Der vor mir sind Alter. Die, die dich eben überfallen haben. Gerade mal select. Achso. Ich merke mir die Namen leider nie. Das ist ein bisschen scheiße. So, jetzt fahre ich wieder zurück. Ah, da kommen gerade die Kopf. So. Ich weiß es noch nicht. Zwischendurch vergesse ich immer noch mal wieder Aufnahmen zu drücken, aber ich werde mal wieder. Meine machen. Limousine wurde beschlagt. Es wird überfallen. Ja, also Kupfer ist gerade echt schlimm zu fahren, weil jetzt check das kurz hier auf der ganzen Strecke. Kartei macht hier Überfälle, steht hier sogar auf der Map extra. Haben die sogar hier markiert. Hier diese ganze Strecke vom Überfall. Ja, ich weiß, dass du es bist, Jonas. Die ganze Strecke vom Händler bis zum sogar ein bisschen schon vor dem Kupferhändler wird Überfall. Ja. Ist echt nervig. So, und jetzt habe ich mir wieder einen neuen Truck gekauft, nachdem unser anderer geklaut wurde, beziehungsweise ich glaube, der ist sogar noch. Meine Limousine wurde halt beschlagnahmt. Ne, der ist nicht mehr. Okay. Beschlagnahmt. Ja, oder verkauft. Ich glaube, man kann ihn verkaufen hier. Ich bin tot. Okay. Also, das heißt, ein großer Truck. Maris, mach einfach, was sie sagen. Bis... Ich geb dir nicht meinen Truck. Ach, wollten die einen Truck haben? Gut, dann. Ja. Dann kann ich's verstehen. Das werde ich nicht machen. Das will ich auch nicht machen. Weil da müssen die immer noch knacken. Ne, ich glaube. Das steht auch, wenn du tot bist. Ja, Medic Online, aber was weiß ich, wer der ist.
Die Rebellen killen einfach gerade alles. Die Polizei steht einfach nur neben, habe ich das Gefühl. Ja, runter vom Server. In 20 Uhr ist Restart. Hast keinen Bock mehr? Ja, was willst du machen? Du ja, das ist wirklich Äpfel so. Farmen. Du kannst Äpfel farmen. Ja, das ist nämlich sicher. Oder du gehst halt in die andere Seite der Map. Was ob sie da nicht überfallen? Und glaube ich nicht, weil dann ist das nicht so viele machen. Glaube ich wirklich nicht. Lass denn mal. Wenn du hier meinetwegen. Aber das Dumme ist, hier ist das meiste so weit weg immer. Könntest du die Polizei rufen, dann könnten die vielleicht noch meinen Tod beschlagnahmen. Wo ist der denn? Kupfer Verarbeiter. Verarbeiter überfallen jetzt auch schon? Ja. Oh mein Gott. Wir haben Verarbeiter. Oh mein Gott. Ich bin auch weggerannt, dann hätte ich vielleicht noch die Chance gehabt, aber was hätte ich machen sollen? Das wird echt hier gleich eine spannende Fahrt, Jonas. Dass du einfach alles wegrammen, was uns in den Weg kommt. Verliere ich die Schlüssel, wenn ich sterbe? Nee. Auch nicht, wenn du dich ausloggst. Was ich ziemlich gut finde. Oh Mann, ey. So, am Kupferverarbeiter wird jemand überfallen. Bitte helfen und seinen Zamak beschlagnahmen. Ja, die sind aber locker schon weggefahren. Ja, ich war. Oder? Schätze ich mal. Oh, wenn wir ein Heli haben, dann können wir nur noch Drogen farmen. Und sobald irgendwelche Leute kommen, einfach wegfliegen. Weil, das ist auch eine Hammer-Riskat, weil Hummingbirds, die gehen ziemlich schnell Schrott. Alter, lass mal so richtig Regen auf dem Server werden. Weißt du, sie den Arm helfen und den hier reichen so einen Arsch pillen. Die Leute, die uns überfallen wollen, die überfallen wir dann. Ja, genau. Wir bekämpfen die Überfälle, die Leute. Die ja, das heißt, wir kämen auf den Bergen und gucken runter auf die Straßen, auf die da gerade überfallen. Ja. Wir sind sogar gegen die Gehilfen der Polizei, oder was? Ja, das ist doch Hammer nice. Aber trotzdem müssen wir illegale Waffen dafür haben und wenn die Polizei uns erwischt, sind wir trotzdem dran. Mit der PDW oder in das Ding kannst du dann nicht viel, glaube ich. Wo seid ihr denn? Ich hol mir jetzt Mine. Das wäre übelst nice. Ja. Ich fahre jetzt direkt mit meiner Sportlimo hin. Allein wir sind die Guten und du fängst gerade noch an, so ja, dann lass erstmal Drogen fahren. Ja, die Guten können auch mal Drogen fahren, die ja. Guten, die Kinder haben die Drogen rauchen. Hä, du meinst Sportlimousine? Ich also die Kinder rauchen Sport Drogen, ne? Oder was meinst du? Machen das deine Kinder nicht? Bin ja schon meine erwachsen. Kinder? Nee, meine Kinder machen das noch nicht. Die in meinem Traum gestern haben das nicht gemacht. Traum, Alter. Ja, was kann ich dafür, wenn ich von so... Ja, was träumst du auch von Bullshit? So, und wenn gleich... Ich weiß im Weg bis zur Kartei nennen. Willst du nicht auf mich warten? Nö. So, wir erreichen jetzt gleich die Kurven, wo es Kartei. Oh, ich bin da. Oder so, die Kartei? Die Kartei. Das ist die Gang. Die übernimmt hier anscheinend. Gedurftet. Wer ist denn? What the fuck? Da steht schon. Wie siehst du das? Stand auf der Map gerade. Haben die fett auf der Map markiert. Kartell. Kartei allein, Kartell natürlich. Kartell macht hier Überfälle, steht da. Hä? Ich hab den Herzspeck Shot bekommen. Echt? Von denen? Alter, also hier steht noch ein. Hier steht noch, Alter. Ach, dein. Ja, habe ich auch Schrott bekommen. Genau, Schrott. Aber der explodiert eigentlich so gut wie nicht. Wo seid ihr denn gerade? Ich bin gerade am Glashändler vorbeigefahren. Nicht aus dem Ding. Bin am Kupferabbau. Ich fahre mit einem Truck, oder was meinst du? Ja, Marc, ich habe ein Reparaturkit dabei. Repair-Kit dürft. Doch, habe ich zwei oder drei Stück sogar. Ja, gut, dann müsstest du mir einmal helfen. Ich komm. Nick, fahr weiter. Ja, mach ich. Ja. Ich bin bei der hinter der Tankstelle da an dieser nächsten Kurve. Wie ist das? So. Jojo. Also habe ich auch gerade nur noch Verlust gemacht. Ja, heute ist aber echt ein scheiß Tag, weil nur überfallen wird. Wo seid ihr denn, Jonas? Ich bin jetzt hier, fahr jetzt gerade wieder zurück. Verarbeitet habe ich ja schon alles. Das ist einfach zu viel. Ich kaufe mir bald die Häuserlizenz. Ja, und dann muss er auch das Haus kaufen, ne? Wie viel kostet das denn so? 5 Millionen. 5 Millionen, 7 Millionen. Okay, ich kaufe dann nicht zu Hause.